Wenn du grundsätzlich ein 3-Tage-Bad trägst, aber mal spontan Lust hast, deinen Bart wieder vollständig abzurasieren, dann solltest du einige Dinge bei der Rasur mit einem Elektrorasierer auf jeden Fall beachten. Und dazu gibt's heute den ultimativen Rasierguide. Leute, wir wissen alle, wie wichtig es ist, ausreichend Licht zu haben. Gerade dann, wenn man hier oder da noch das eine oder andere Barthärchen finden muss. Mach es wie die Profis und sorge für ausreichend Licht in deinem Badezimmer, denn du bist schließlich der eigene Star deines eigenen Rasierdramas, oder? Zweitens, Anleitung lesen. Ja, Leute, ich weiß, wir Männer sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass wir uns irgendwelche Anleitungen durchlesen. Aber die Rasierer heutzutage haben mittlerweile mehr Funktionen als ein Schweizer Taschenmesser. Von daher wird es sicherlich nicht schaden, wenn du einfach mal den ein oder anderen Blick in die Anleitung reinwirfst. Gerade dann, wenn du keinen Bock hast auf irgendwelche Überraschungen beim Rasieren. Drittens, Zeit zur Gewöhnung. Du solltest dir und deiner Haut und auch dem Rasierer auf jeden Fall mindestens 4 Wochen Zeit geben, gerade dann, wenn du switchst von einem Barttrimmer zu einem Rasierer. Denn die Haut muss sich natürlich erstmal an die Umstellung so ein bisschen gewöhnen. Gib dir auf jeden Fall mindestens diese 4 Wochen Zeit und schau dann, ob du mit dem Rasiererlebnis, mit der Rasur und mit deiner Haut zufrieden bist. Viertens, du solltest dir auch auf jeden Fall Zeit nehmen für die Rasur. Ansonsten schneidest du dich schneller wie ein unaufmerksamer Koch eine Zwiebel. Wenn du alles schnell und in Hektik machst, ja, das kann dann tatsächlich schnell daneben gehen. Deshalb nimm dir auf jeden Fall auch für die Rasur Zeit und ich muss sagen, für mich, ja, das hat auch irgendwie sowas Meditatives, wenn man so seine Ruhe für sich hat und sich ganz entspannt rasiert. Fünftens, Vorbereitung deiner Haut. Vor der Rasur solltest du deine Haut auf jeden Fall passend vorbereiten, das heißt, deine Haut erstmal gründlich reinigen. Nachdem du deine Haut gereinigt hast, einfach abwaschen, dann deine Haut auf jeden Fall auch abtupfen mit einem Handtuch. Achtung, nur abtupfen und dann solltest du vielleicht 1, 2, vielleicht sogar 5 Minuten warten, bis die Haut dann wirklich vollends trocken ist. Denn eine Trockenrasur funktioniert auch dann nur wirklich gut, wenn deine Haut und deine Haare auch wirklich vollends getrocknet sind. Sechstens, vortrimmen. Das ist aber nur dann der Fall, wenn der Bart wirklich wild wuchert wie so ein Urwald oder wenn er eine bestimmte Länge erreicht hat, wie zum Beispiel jetzt auch meine Länge. Da würde ich an dieser Stelle dementsprechend erstmal vortrimmen, bevor ich mit der Rasur starte. Siebtens, die Verwendung eines hochwertigen Rasierers. Ja, Leute, Qualität ist wichtig. Gerade an dieser Stelle, wenn es darum geht, eure Borsten aus eurem Gesicht zu entfernen, denn ein billiger Rasierer kann euch tatsächlich mehr ärgern als eure Ex-Freundin, glaubt mir. Also seht zu, dass ihr auf jeden Fall ein hochwertiges Gerät in der Hand haltet. Ich habe hier den Panasonic ES-LV69 aus der 800er Serie, der nicht nur hochwertig ist und mit der japanischen Blade-Technologie über nanopolierte 30 Grad Edelstahlklingen verfügt, sondern auch einige ganz, ganz nice Features hat. Als allererstes Mal kommst du mit dem Gerät sehr schnell ans Ziel, denn unter der Haube befindet sich ein hochleistungsstarker Linearmotor mit bis zu 70.000 Schneidebewegungen pro Minute, die dafür sorgen, dass du eine gründliche und langanhaltende Rasur erhältst bei gleichmäßiger Schnittgeschwindigkeit. Außerdem ist der Rasierer super easy in der Handhabung mit dem 16D multiflexiblen Scherkopf. Das heißt, der Aufsatz lässt sich flexibel in 10 verschiedene Richtungen bewegen, sowohl horizontal als auch vertikal. Und man hat hier einen 5-fach Scherkopf, der wirklich jedes Haar erfasst und dementsprechend hast du eine große Fläche, um deine Borsten im Gesicht zu erwischen. Zudem ist auf jeden Fall eine sanfte Rasur garantiert, denn der Rasierer verfügt über einen innovativen Bartdichtensensor. Der misst die Bartdichte 220 Mal pro Sekunde und passt dann dementsprechend die Geschwindigkeit an. Die Leistung wird dort verstärkt, wo der Bartwuchs besonders dicht ist und an anderen Stellen dementsprechend reduziert. Und so werden auch Hautreizungen vermieden und du hast auf jeden Fall ein sehr angenehmes Rasurerlebnis. Und mit dem ausklappbaren Langhaarschneider kannst du auch für perfekte Konturen sorgen und erwischt auch Haare, die zum Beispiel etwas dicker, länger sind oder sich an komischen Stellen befinden. Also Leute, ein hochwertiger Rasierer ist auf jeden Fall essentiell wichtig und falls ihr noch auf der Suche seid nach einem hochwertigen Elektrorasierer, der sowohl Nassrasur kann als auch Trockenrasur, diesen Rasierer von Panasonic gibt es aktuell zu Top-Konditionen beim Mediamarkt und Saturn. Also einfach unten in die Infobox klicken. Next one, die richtige Rasiertechnik. Gerade Bewegung oder kreisende Bewegung? Das ist jetzt die Frage. Den Rasierer, den ich jetzt hier habe, das ist ein Scherfolienrasierer mit einer einzigartigen Kombination aus 5 Klingen mit einem flexiblen Schwenkkopf und damit kann man gerade gegen die Wuchsrichtung als auch mit der Wuchsrichtung rasieren. Es gibt aber auch noch so Rotationsrasierer. Das sind so Scheibchen, die in sich rotieren. Dann bieten sich halt eher kreisende Bewegungen an. Da müsst ihr einfach mal schauen, was zu euch persönlich am besten passt. Wie soll ich denn jetzt rasieren? Mit oder gegen die Wuchsrichtung? Es ist halt immer bekannt, dass die Barthaare nicht immer geradeaus herauswachsen, sondern die haben halt immer eine bestimmte Richtung. Das könnt ihr einfach mal vorsichtig prüfen, wenn ihr einfach mal über euren Bart drüber streicht, einmal hochstreicht und einmal runterstreicht, dann merkt ihr zum Beispiel, in welcher Richtung der Bart etwas härter ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich drüber streiche, habe ich
ich das Gefühl, dass meine Barthaare eher ein Stückchen nach unten wachsen. Und wie sagt man jetzt so schön, in diesem Fall, der Weg des geringsten Widerstandes führt jetzt nicht unbedingt zu einer glatten Rasur. Dementsprechend gegen die Wuchsrichtung rasieren, denn so bekommt ihr wesentlich schneller eine glatte Rasur hin. Langsam und keinen Druck ausüben. Der nächste Schritt. Keinen Druck auf den Rasierer ausüben, denn das wäre genauso, als wenn du auf einer Party zu viel trinkst. Das endet meistens immer in Tränen. Dementsprechend lass den Rasierer die Arbeit machen, macht alles langsam und geduldig und üb nicht zu viel Druck aus bei der Rasur. Next one. Verwandle dein Gesicht in eine aufgeblasene Luftmatratze. Wenn du nämlich deine Wacken etwas aufplusterst, dann kommst du in einige Stellen einfach besser ran und an einigen Stellen kannst du auch deine Haut vorsichtig in Richtung ziehen, nur vorsichtig, und dann rasieren, denn dann klappt es an einigen Stellen tatsächlich wesentlich besser mit der Rasur. Machen wir weiter mit dem Halsbereich. Der ist tatsächlich wie die Wildnis und zwar schwierig zu durchdringen. Jeder kennt das, der am Hals auch relativ viel Barthaare hat. Da sind dann manche Haare, die kann man halt schwierig erwischen. Da kannst du einfach mal versuchen, mit dem Langhaarschneider an dem Rasierer oder mit dem Präzisionstrimmer einfach die Haare wegzutrimmen oder wegzurasieren. Das ist tatsächlich manchmal nicht ganz so einfach. Da muss man dann manchmal etwas präziser arbeiten. Machen wir weiter mit der Nachbehandlung der Haut. Und zwar heißt das waschen, waschen, waschen. Einmal mit warmem Wasser waschen, dann mit kaltem Wasser waschen. Warum? Erstmal mit warmem Wasser die überflüssigen Barthaare einfach erstmal abwaschen und dann mit kaltem Wasser nochmal abwaschen, damit sich die Poren deiner Haut einfach nochmal schön schließen. Nach der Rasur heißt vor der Pflege. Dementsprechend solltest du nach dem Rasieren deine Haut passend pflegen, entweder mit einem klassischen Aftershave oder mit irgendeiner anderen Art von Aftershave-Pflege. Stell es dir nämlich so vor, die Aftershave-Pflege ist der Liebesbrief für deine Haut und die solltest du nicht vergessen. Und last but not least, vergiss bitte nicht, deinen Rasierer ordentlich und gründlich zu reinigen. Denn Bakterien mögen keine sauberen Flächen und dementsprechend spül deinen Rasierer regelmäßig unter warmem Wasser ab, um zum Beispiel abgeschnittene Haare und Rasierschaumreste zu entfernen und eine optimale Leistung zu gewähren, damit keine Bakterien sich irgendwo an deinem Rasierer ansammeln. Und ja Leute, wenn man sich diesen Vorher-Nachher-Vergleich jetzt mal anschaut, dann ist das tatsächlich schon ein herber Unterschied, wenn man seine Gesichtsbehaarung mal wieder vollständig runtergetrimmt hat. Kann man nicht anders sagen. Ich hoffe, die Tipps haben euch geholfen, um beim nächsten Mal das Maximale aus eurer Rasur herauszuholen. Und denkt dran, Leute, ein Gentleman erkennt man nicht nur an seinen guten Taten, sondern auch an seinem Bart. Dementsprechend, falls ihr noch auf der Suche seid nach einem passenden, hochwertigen Rasierer, schaut auf jeden Fall bei Mediamarkt und Saturn vorbei. Dort gibt es den Panasonic ES LV69 aktuell zu Top-Konditionen und den Link dazu, wie gesagt, unten in der Box.